Kolja, deine Vergangenheit holt dich ein. Auf diesem Kanal haben wir schon öfter über Kolja gesprochen und so ein bisschen gehört er auch zu dem Kanal. Wir haben über seine kriminellen Weggefährten gesprochen, wie er viele Leute vermutlich abgezogen hat, aber auch was real ist und was nicht. Worüber wir aber noch wenig gesprochen haben, ist seine Vergangenheit, denn so wirklich haben wir diese noch nicht belichtet. Man weiß von so einigen Dingen, aber wusstet ihr eigentlich, dass er aus einem Dorf kommt, ein relativ altes Rap-Video existiert, wo er noch nicht so, sagen wir mal, einen guten Style hat, wie sich wieder Leute bei mir gemeldet haben, die mit Kolja in der Vergangenheit zu tun gehabt haben und wie einige Leute auf Reddit, wo wir vorher vermutet haben, es sind nur wilde Gerüchte, ziemlich interessante Insider-Infos haben und an den Geschichten vielleicht doch etwas dran sein könnte. Und vieles mehr heute in diesem Video. Und Kolja hatte damals zwar keinen guten Style, doch ihr werdet ihn haben, wenn ihr bei www.ogstoff.de vorbeischaut. Dort findet ihr heftige Designerklamotten, neuere und Vintage. Und mit dem Code OG10 bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Sowas wie Nike, Kalkani, Sergio Tachini, Lacoste und so weiter gibt es dort zu finden. Schaut gerne vorbei, Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Aber jetzt starten wir mit dem Video. Viele kennen Kolja so, wie er jetzt ist. Doch so wirklich seine Vergangenheit, seine Zeit vor dem Rap inklusive krimineller Laufbahn, seine ersten Rap-Anfänge und Co. haben wir noch nicht belichtet. Und deshalb werden wir das Ganze jetzt tun. Kolja Goldstein wurde am 27. November 1991 als Nicholas Thomas Che Ahan in Augsburg geboren, wuchs jedoch in Rohrbach an der Ilm auf. Und nur nebenbei, ich weiß nicht, weshalb viele Leute das Gerücht verbreitet haben, dass er aus Malta kommt oder Niederländer ist. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Quellen in der Videobeschreibung. Viele von euch werden sich denken, okay, Augsburg kenne ich oder habe ich schon mal gehört, aber ich denke, die wenigsten von euch wird Rohrbach an der Ilm etwas sagen. Mir, um ehrlich zu sein, vorher auch nicht. Rohrbach an der Ilm liegt in Bayern und ist relativ abgelegen von größeren Städten, ebenso ein richtiges Dorf. Die nächstgroße Stadt ist Ingolstadt, was mit 136.000 Einwohnern jetzt auch nicht die größte Stadt ist. Wenn man das allerdings mit Rohrbach vergleicht, was nur 5.500 Einwohner hat, dann wirkt Ingolstadt schon fast wie eine Millionenmetropole. Und hey Leute, 27. Mai, wie wär's, wer kommt mit aufs Frühlingsfest? Kolja stammt laut eigenen Angaben aus gutem Elternhaus. Die Schule schloss er mit der mittleren Reife ab, also Realschulabschluss. Und anschließend absolvierte er laut eigenen Aussagen bei Feinkostkäfer eine Ausbildung zum Koch. Die meisten Läden der Feinkostkäferkette befinden sich übrigens in München, was mit dem Zug nur 40 Minuten von Rohrbach entfernt ist. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass er in München gearbeitet hat und eventuell auch dorthin gezogen ist. Das würde auch erklären, weshalb seine ersten musikalischen Anfänge dort stattfanden. Danach wechselte er in die gehobene Gastronomie, um unter anderem in Paris zu arbeiten. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland geriet Goldstein vermehrt mit dem Gesetz in Konflikt. 2008 sei er seinen Schilderungen nach zu 18 Monaten Jugendhaft verurteilt worden. Ab 2011 verbrachte Goldstein einige Zeit in Bosnien und Herzegowina, wo er in Hum verhaftet wurde und angeblich zu 24 Monaten Haftstrafe verurteilt worden sei, von denen er 13 Monate in Senica abgesessen habe und im Anschluss auf Bewährung entlassen worden sei. Es gibt zwar immer noch Zweifel daran, nach dem Bericht von Paul Schwenn, dass Kolja das Ganze anscheinend nur erfunden haben sollte, doch Kolja sprach vermehrt dagegen und so richtig einen Beweis, ob es stimmt oder nicht, gibt es nicht. Deshalb werde ich das Ganze einfach mal so stehen lassen. 2012 zog er nach Dänemark, wo er nach eigenen Schilderungen in eine Schießerei verwickelt war und erneut verhaftet worden sei und 10 Wochen in Untersuchungshaft verbracht habe. Zurück in Deutschland wurde er wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erneut verhaftet und saß 18 Monate in Untersuchungshaft. Allerdings konnte ihm nichts nachgewiesen werden und er wurde wieder freigelassen. In dem Bericht von Paul Schwenn war von nur ein paar Gramm die Rede und Kolja sprach von hunderten Kilos. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, was stimmt, wir lassen es so stehen. Doch genau in diesem Zeitraum, vor seiner musikalischen Laufbahn, spielen sich auch die ersten Behauptungen ab, dass Kolja anscheinend nicht so ehrlich immer sein Geld verdiente und so dem ein oder anderen naiven Jugendlichen das Geld aus der Tasche geluxt hat. Klar, wir wissen nicht, ob das stimmt. Und er war ja damals selber jung, beziehungsweise die Leute in seinem Alter, und verurteilen tue ich ihn dafür keinesfalls. Allerdings denken sich viele Aussagen, dass er anscheinend scammt, vor allem nach meinem Video Kolja Exposed. Und zwar haben wir schon mal in meinem Video über Reddit-Beiträge gesprochen über Kolja. Doch eine wichtige Sache habe ich dabei übersehen. Und vor allem eine Sache, die Fragen aufwirft. Ich habe in meinem Video Kolja Exposed nämlich den Reddit-Beitrag mit dem Namen Das Lügenkonstrukt von Kolja Goldstein vorgelesen und ging davon aus, dass dieser User, der das geschrieben hat, auch derjenige war, dem es passiert ist. Doch tatsächlich war dies nicht so. Ich habe Reddit ein wenig durchforstet und bin auf jemanden gestoßen, der gesagt hat, dass der wahre Urheber das Ganze auf MZEE geschrieben hat.
Ich kannte es vorher auch nicht, keine Ahnung. Und das schon im Jahr 2021. Komischerweise aber wurde das beigefügte Video von Kolja Goldstein höchstpersönlich weggestrikt. Und der User ist auch komplett auf der Plattform komischerweise gelöscht. Also war vielleicht doch was dran an den Vorwürfen und will Kolja so ein wenig seine Vergangenheit vertuschen, indem er alte Musikvideos strikt? Darauf gehen wir noch ein. Doch vorher kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Und zwar habe ich in einem meiner Videos über jemanden auf Reddit gesprochen, der sagte, er wurde von Kolja abgezogen. Und dieser ganze Beitrag war im Jahr 2021, doch die ganze Geschichte soll sich schon viel früher abgespielt haben. Er sprach davon wilden Gerüchten, dass er Kolja 250 Euro gegeben hat und er einfach abgezischt ist. Doch eine Sache haben wir dabei nicht bedacht. Meines Wissens nach war vor 2 Jahren nicht sonderlich viel über Kolja bekannt. Klar, ein paar Sachen waren bekannt, doch schon gar nicht, dass er aus einem Dorf in Bayern genannt Rohrbach kommt. Der Verfasser von dem Beitrag schrieb aber, dass er ins nächste Dorf fuhr, nämlich Geisenfels, um Kolja zu treffen. Und dieses Dorf, also Geisenfels, liegt genau neben Rohrbach, also dem Dorf, in dem Kolja aufgewachsen ist. Also entweder hat der Verfasser sich damals echt schlau gemacht und irgendwie herausgefunden, dass Kolja aus Rohrbach kommt, oder an der Geschichte ist irgendwas dran. Ich verstehe auch nicht, wieso ihr die ganzen Geschichten so abwegig und verrückt findet. Zumindest einige von euch. Kriminelle ziehen eben Leute ab. Die machen damit ihr Geld. Und wenn man eine naive Person vor sich hat, die alles glaubt und die man eh nie wiedersehen wird und die nicht mit einem befreundet ist, warum sollte man dann aus krimineller Sicht die Person nicht abziehen? Okay, klar, viele haben auch einen moralischen Kompass, aber es gibt halt Leute, die den nicht haben und damit muss man eben rechnen. Und mit solchen Theorien bestätigt sich doch genau das, was Kolja gesagt hat, nämlich, dass er eben diesen Lifestyle lebt. Eine weitere Story von einem Zuschauer wurde mir vor kurzem geschrieben. Die Story ist zwar im Prinzip wieder nur eine Theorie bzw. eine Behauptung, doch für mich klingt sie aber genau nach der Masche von Kolja, die man bereits in anderen Videos gehört hat. Und der Zuschauer hat ebenfalls ein Video geschickt. Doch wie gesagt, es ist nur eine Behauptung, mehr nicht. Und zwar schrieb der Zuschauer: Ich habe vor circa 1 Jahr noch Business gemacht. Und eines Tages kam mir einfach in den Sinn, Kolja geschäftlich anzuschreiben. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich dachte, der sieht das sowieso nicht und meinte das eher aus Spaß. Doch er hat mir direkt nach circa 3 Minuten zurückgeschrieben, dass es geht. Wir uns beim ersten Mal in Amsterdam treffen müssen, ich habe mich dann dazu entschieden zu gehen. Ich kam an und wurde dort dann von seinen Leuten abgeholt. Die haben mich dann zu irgendeiner Wohnung gefahren, um mir das Zeug zu zeigen. Dann hieß es, ich werde am nächsten Tag am Morgen abgeholt. Ich habe extra ein Hotelzimmer für eine Nacht gebucht. Und so war es dann auch. Die haben mich abgeholt und wieder zu einem anderen Standort gefahren, wo der Stoff und der andere Fahrer warteten. Es war abgemacht, dass ich und der Stoff in 2 separaten Fahrzeugen zurückgefahren werden. Als er am Fahren war auf der Autobahn, bemerkte ich, dass ich den anderen Fahrer mit dem Zeug nicht mehr sehe. Als ich meinen Fahrer darauf ansprach, sagte er, dass wir ein wenig vorfahren, um ihn bei Kontrollen und so weiter zu warnen. Als wir irgendwo in der Nähe von Dienstlaken waren, also recht nahe der Grenze an einer Raststätte, fuhren wir zu einer Raststätte für eine Pause raus. Ich bemerkte aber schon von Weitem eine riesige Bullenkontrolle und ich habe vorher sowas noch nie gesehen. Wir sind dann bei den Tanksäulen angehalten und die Polizeikontrolle war ein wenig weiter vorne bei den Parkplätzen. Der Fahrer meinte, er muss jetzt abhauen und nach dem anderen Fahrer sehen, da es zu auffällig sei, sich mit niederländischen Kennzeichen und 2 Ausländern blicken zu lassen. Er fuhr dann weg und ließ uns dort an der Raststätte zurück. Wir haben dann wieder mit Kolja geschrieben, er meinte, er kläre das und dass es ein dummer Zufall war. Es hieß dann, unser Fahrer hätte seine Kollegen mit dem Stoff beim Zurückfahren gesehen, wie er festgenommen wird. Er versprach dann, uns die Akten zu schicken, unterschreiben des Anwalts, wenn der Fall eröffnet wird. Jedoch habe ich bis heute nichts mehr gehört. Als ich ihn später wieder darauf ansprach, meinte er, wir werden doch observieren, dass alles unsere Schuld ist. Und er hat mir 20.000 gerippt. Und er schickte mir ebenfalls noch dieses Video von der Polizeikontrolle. Und bei der Snap-Info seht ihr auch, dass das Ganze an einer Autobahnraststätte nah an der Grenze war. Und eben genau auf der Route, wo viele zurückfahren, wenn sie aus Holland kommen und ins Ruhrgebiet oder Rheinland wollen. Doch klar, das Video kann natürlich auch von etwas anderem sein und die Geschichte könnte erfunden sein. Doch sowas klingt genau wie eine Story, wenn man abgerippt wird. Ja, du kriegst das noch. Und ja, der Typ wurde gepackt, tut mir leid, und Geld im Voraus geben und alles, dann nicht mehr melden, blöd gelaufen. Aber schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da mit Glocke. Doch diese Story ist nicht alles. Auf dem Album Global, was vor kurzem rauskam, hört man auf der CD im Outro eine Person, die eben über Rauschgift spricht, in einem Audio. Und das hat anscheinend Kolja einfach unerlaubt verwendet und es ins Video gepackt. Beziehungsweise auf die CD, nicht ins Video. Und deshalb ist dann die Person, beziehungsweise der vermeintliche Dealer, er selbst sagt, er hat damit nichts zu tun, nach Holland gefahren, um mit Kolja darüber zu sprechen.
und hat das Ganze in seiner Instagram-Story dokumentiert. Schaut euch gerne das Video von Sufjan dazu an, da ist das Ganze genauer beschrieben. Doch von der ganzen Scam-Geschichte springen wir zu den musikalischen Anfängen von Kolja Goldstein. Und diese fing in München an. Also wie schon gesagt, wahrscheinlich der Ort, wo er damals wegen seiner Ausbildung hingezogen ist. Und zwar war sein damaliger Produzent High End Entertainment, der übrigens auch viele Songs für Mozik produziert hat. Also der Typ weiß auf jeden Fall, was er macht. Doch das Musikvideo, was ich leider aus urheberrechtlichen Gründen nicht einblenden werde, da ja wie vorhin schon gesagt, mal jemand einen Strike durch Kolja bekam. Und in diesem Musikvideo sieht er nicht so aus, wie man einen Kolja kennt, sag ich mal. Er trägt nämlich in diesem Video recht enge Jeans und Vans. Doch bis auf das Aussehen seiner Kleidung, was bekanntermaßen auch Geschmackssache ist, klingt es musikalisch zwar recht anders, aber doch eigentlich ziemlich gut. Der Song heißt übrigens Bereit und den findet ihr noch auf YouTube. Die Betonung liegt auf noch. Denn wie wir wissen, hat Kolja schon mal ein Video gestrikt und ich bezweifle nicht, dass er es nochmal tun wird. Denn anscheinend schaut er nicht gerne auf seine Vergangenheit. Doch irgendwann holt uns unsere Vergangenheit alle ein. Anschließend kann man sagen, dass Kolja zur jetzigen Zeit echt auf hart und auf Gangster macht. Und das will ich ihn auch gar nicht absprechen. Auch wenn er aus einem Dorf kommt und damals Skinny Jeans getragen hat, was damals übrigens auch im Trend war, heißt es noch lange nicht, dass er deswegen kein Gangster ist. Echt schlimm, wie Leute aufgrund solcher Sachen so schnell urteilen. Und klar, es ist nicht cool, jemanden abzuziehen, aber sind wir mal ehrlich, irgendwie passt das schon zu dem Image von Kolja. Doch was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst ein Abo da mit Glocke, ein Like und damit ciao.